Die Gründung einer eigenen Partei ist äußerst simpel. Theoretisch kann man sich mit ein paar Leuten zusammensetzen, sich einen Namen geben, sich ein paar Ziele setzen und schon hat man eine Partei. Das Ganze ist leider nur inoffiziell. Und um tatsächlich politisch mitwirken zu können, indem man beispielsweise an der Bundestagswahl teilnimmt, muss man vom Bundeswahlausschuss offiziell als Partei anerkannt werden. Und das ist kompliziert und aufwendig. Damit der Bundeswahlausschuss, bestehend aus dem Bundeswahlleiter, Beigeordneten und zwei Richtern des Bundesverwaltungsgerichts, an der Partei zur Wahl zulässt, braucht es einen Nachweis von parteipolitischer Arbeit, ein Parteiprogramm, einen in einer geheimen Wahl bestimmten Vorstand mit 3 volljährigen Mitgliedern, Rechenschaftsberichte, die die Tätigkeit dokumentieren und, ganz wichtig, eine ausreichende Zahl an Mitgliedern. Stimmt denn diese Angabe von 4 Mitgliedern noch? Darüber hinaus benötigt die Partei eine Menge Unterschriften. Bei Bundestagswahlen 1/1000 der Wahlberechtigten pro Bundesland, um mit einer Landesliste antreten zu können, maximal aber 2000. Bei Landtagswahlen variiert die Zahl der notwendigen Unterschriften von 100, wie in Mecklenburg-Vorpommern, bis mehr als 8000 in Bayern. Dies ist natürlich auch abhängig von der Bevölkerungszahl eines Bundeslandes. Diese Zahl kann bei kleinen Parteien schon einmal die Zahl der eigenen Mitglieder deutlich übersteigen. Die Regelung macht aber Sinn, denn der wichtigste Sinn und Zweck einer Partei ist es ja, Menschen zu haben, die sie wählen, und eine Partei, die nicht aktiv ist, kann auch nicht politisch mitwirken. Die wesentlichere Herausforderung liegt eben darin, sich in der Welt der Politik zu etablieren und zu beweisen. Dass dies schwierig werden kann, haben in der Vergangenheit besonders viele rechte und konservative Kleinparteien gezeigt. Von ihnen gibt und gab es in der politischen Geschichte der Bundesrepublik so viele wie von keiner anderen Art von Kleinparteien. Seit die AfD 2013 auf der bundespolitischen Bühne aufgetaucht ist, haben sie es besonders schwer. Denn die stärkste rechte Partei, die lange Zeit die NPD war und deren bestes Bundestagswahlergebnis nach 1969 1,6% waren, wurde plötzlich abgelöst von einer Partei, die aus dem Stand fast in den Bundestag gekommen wäre und dort 4 Jahre später zur drittstärksten Kraft wurde. Die AfD hat trotzdem zur Entstehung einiger neuer Parteien beigetragen. 2015 trat der Vorsitzende Bernd Lucke aus der Partei aus und gründete die Allianz für Fortschritt und Aufbruch, die sich später in liberal-konservative Reformer umbenannte. Seine Kollegin als Bundessprecher Frauke Petri tat es ihm 2 Jahre später gleich. Damals hatte sie aber gerade erst ein Mandat im Bundestag errungen und konnte dort, bald auch mit einem weiteren Abgeordneten, ihre blaue Partei vertreten. Und zuletzt verließ auch Lukes Nachfolger Jörg Meuthen die AfD und trat in die Deutsche Zentrumspartei ein. Hört sich zunächst ganz interessant an, tatsächlich aber sind alle diese Parteien so gut wie gescheitert. Die blaue Partei von Frauke Petri löste sich mangels Erfolg bereits nach 2 Jahren auf, die LKR verloren ihre ab 2020 übergetretenen Abgeordneten im Bundestag und Landesparlamenten innerhalb von 1,5 Jahren, die Zentrumspartei verlor ihren Bundestagsabgeordneten, der nicht mit Jörg Meuthen einverstanden war, und auch der 2019 von Ex-AfD-Landtagsabgeordneten André Poggenburg gegründete Aufbruch deutscher Patrioten beendete bereits nach einem Jahr seine politische Tätigkeit. Einer der Gründe, die Abgrenzung zur AfD, war nicht eindeutig genug. Da sie aktuell in 15 von 16 Landtagen und im Bundestag sitzt, ist aus Sicht eines entsprechend eingestellten Wählers die Wahl dieser lohnenswerter. Raimund Binder sieht das auch beim Vergleich der Grünen mit seiner ÖDP. Was glauben Sie, weshalb die ÖDP, obwohl sie grundsätzlich viele Ähnlichkeiten mit Bündnis 90 Die Grünen hat und auch zur selben Zeit gegründet wurde, nicht an deren Erfolg anknüpfen kann? Für den Wähler ist es schwierig. Der Wähler hat eine grüne Partei sozusagen eine Chance. Diese Differenzierung, wo wir uns unterscheiden von den Grünen, die ist schwer vermittelbar. Tatsächlich auch wegen den Grenzen, die ich vorhin gesagt habe, also auch wegen unserer Medienlandschaft, die mehr denn je immer alles reduziert. Also deswegen ist ja nicht umsonst, haben Kurznachrichtendienste, Twitter und so weiter Hochkonjunktur, wo es nur noch geht um kurze Sätze zu schreiben. Aber das differenzierte Darstellen von einem Sachverhalt, das ist ja gar nicht mehr gewollt. Und das sagen auch Journalisten, wenn man sie fragt und stellt, was da, dann sagen die das auch, das ist viel zu kompliziert, da kommen die Menschen nicht mehr mit. Und deswegen hatten wir nicht die Chance wie die Grünen, weil wir natürlich in dieser Schnittmenge da nicht wahrgenommen werden, sondern da werden die Grünen wahrgenommen. Eine Kleinpartei muss sich klar in das politische Spektrum einordnen lassen. Viele Parteien sagen von sich selbst, sich nicht als rechts oder links zu sehen, sondern für jedes Thema neue, voneinander unabhängige Positionen zu haben. Sie lassen sich für den Wähler oft nicht gut bezeichnen und am Ende scheint immer nicht so ganz klar zu sein, wofür die Partei nun grundsätzlich steht.
Hilfreich kann auch sein, dass sich eine prominente Person an der Spitze der Partei findet. Das trifft auf viele der AfD-Abspaltungen zu, aber auch auf die Partei Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Porsche und Europameister im Thai-Boxen, Uwe Hück, oder das Team Todenhöfer unter Führung des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Todenhöfer zu. Die besondere Situation der AfD 2013 erläutert Raimund Binder so. Also die AfD, das ist einfach das Extreme. Und wir leben in Zeiten, wo unsicher werden. Individualisierung, habe ich gesagt, ja, Krisen natürlich, da nimmt das Polarisierende zu, da nimmt Unsicherheit zu und das führt Menschen tatsächlich zu Parteien, die scheinbar einfache Lösungen anbieten. Das kann man mit Parolen, wenn Menschen verunsichert sind, das ist aber nicht richtig und diese Lösungen sind ja auch keine Lösungen, das muss man ja einfach sagen. Und deswegen hat die AfD was wir nie hätten, weil wir als ÖDP ein ganz differenziertes, überlegtes Programm haben, das auf alle Politikfelder und das eben nicht einfach mit Schlagworten auskommt. Und das haben die und das stört die auch nicht. Und deswegen haben die dazugenommen und deswegen haben die diesen Erfolg.